So, meine Lieben, heute kommt mal ein Video wieder in Deutsch. Und zwar hat mich der Follower auch gebeten, das auf Deutsch zu machen. Der Follower hat die Ergebnisse seiner Mutter mir zugeschickt. Das sind anatolische Türken aus Sivas. Ihr habt jetzt die Animation gesehen, die eigentlich immer der Dennis für mich vorbereitet hat aus Florenz. Der Dennis ist jetzt aber gerade ja, in einer neuen Phase, der ist jetzt weniger, hat weniger Zeit. Und deshalb habe ich selbst versucht, also bitte nicht so genau hinschauen, aber die Botschaft ist, glaube ich, ganz gut. Und ich habe es zum ersten Mal gemacht, also ist okay. Jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse von einer anatolischen Türkin aus Sivas an. Was jetzt mir erstmal total ins Auge gefallen ist, das habe ich auch nicht so oft gesehen. Hier sehen wir jetzt die MDLP Word 22 Auswertungen. Und zwar hat die Dame einen extrem hohen Indo-Tibetien-Anteil. Und zwar 2,96. Also Indo-Tibetien, da die Gurkhas sind dafür bekannt, ist relativ hoch. Gehört zu Zentralasien dieser Wert. Ja. Und der Indien-Wert dafür fast nicht vorhanden. Also 0,66. Fast kein Südasien oder Indien vorhanden in dem Fall. Der Nahe Osten, der liegt so eigentlich im Spread, der ist bei anatolischen Türken immer ein bisschen geringer wie bei Kurden oder bei Sasa. Die sogenannten Ostasien-Werte, wenn man jetzt hier das Spreadsheet anschaut, ja, wir sehen hier einmal East Sibirien mit 1,21, dann North American, das ist zwar Indianer, aber gehört auch mehr eigentlich zu den ostasiatischen Genen, weil eben die Indianer von Sibirien über die Beringsee rübergewandert sind. Dann Paläosibirien, Austronesien ist auch Ostasien. Ja. Was haben wir noch? Der North Sibirien mit 1,05 und den South America, also das ist das südamerikanische Indianer. Er hat auch, oder sie hat auch einen sehr hohen indo-iranischen Anteil, den habe ich jetzt bei anatolischen Türken noch nicht so oft hochgesehen, mit 2,87. Bei Kurden liegt er bei 3,5 bis 4. Da ist es komischerweise hoch, obwohl der Indien-Wert, der ja bei Kurden und bei Sasa immer hoch, also im 3 bis 6, 7%. Man sieht also, die Mixtur kann sehr unterschiedlich sein. Aber man sieht es ja auch jetzt an der Wahadu-Geschichte. Anatolische Türke. Kayseri ist sogar gar nicht, also wenn man jetzt auf der Karte das betrachtet, Kayseri und Sivas liegt ungefähr, glaube ich, 300 Kilometer auseinander. Ja. Es ist natürlich so, man muss mal bedenken, die Proben werden ja gesammelt. Und je mehr Proben gesammelt werden, umso genauer werden dann auch die Wahadu-Ergebnisse. Ich hoffe, dass der Dennis mich da immer noch dann unterstützen wird. Aber so gesehen sehen wir jetzt so ein typisches anatolisches türkisches Ergebnis. Der Ostasienwert liegt zwischen 6 bis 8%. Ja. So, jetzt wollte ich euch noch etwas erzählen. Und zwar, ich habe letzte Woche die aktuelle Geo gelesen und da ging es darum, die Bevölkerung Europas, wie ist sie entstanden, wo stammt sie her? Und eine Botschaft ist tatsächlich, und das jetzt will ich ein bisschen erklären, also dieses Atlantik-Mediterran, das ist tatsächlich, das sind die anatolischen Bauern gewesen, die ungefähr vor 8.000, 9.000 Jahren, 10.000 Jahren einmal Europa besiedelt haben. Dann wurde auch von dem Strom aus der Steppe, ja, das ist eher dieses Northeast European 5,46, das sind nämlich die Westeuropäer, da kommt dann diese zweite große Migration. Das ist ungefähr vor 4.000, 5.000 Jahren passieren. Da kommen auch größtenteils, glaube ich, die Vorfahren der Kelten und der Germanen her. Wobei die Germanen, ganz wichtig, dieser Begriff wurde von den Römern erfunden. Es waren alles Kelten. Nur Julius Caesar hat östlich des Rheins hat er halt Germane genannt und westlich Kelte. Aber sind das gleiche Volk gewesen. Und jetzt hat man natürlich jetzt hier bei diesem anatolischen Türken oder Türkin die anderen Einflüsse, die zum Beispiel jetzt bei den Westeuropäern nicht so stark vorhanden sind, sind zum Beispiel dieses Westasien, dieser Kaukasus.
Und interessant ist, dass jetzt die Menschen, die in der Türkei leben, also wo die alten Anatolier leben, die haben zwar schon immer noch 23,51%, hier in dem Fall, der liegt immer zwischen 20-30%, aber zum Beispiel in Westeuropa ist dieser Anteil viel höher. Und der größte Anteil ist ja bei uns eben dieses Westasien-Kaukasus, was in Europa dann wieder geringer ist. Ich weiß noch nicht, aus welchen alten Stämmen dieser Kaukasuswert herstammt, weil, wenn man jetzt überlegt, okay, Kaukasus, gehören die Armenier dazu? Nein, die Armenier gehören zu den indo-iranischen Völkern. Und die sind ja auch so gesehen mit den Indo-Germanen und den, den Indo-Europäern verwandt. Aber die haben ja auch einen sehr hohen Kaukasuswert. Also ist die große Frage, wo kommt denn dieser große Kaukasuswert her? Und wieso ist dann, also der hat tatsächlich auch die einheimischen Anatolier, die auch jetzt Westeuropa stark vertreten haben oder stark vertreten sind. Ich muss mal auch ein Video machen, um zu schauen, wer hat denn die höchsten Atlantik-Mediterran-Werte in Europa. Ja, und ja, nicht vertrieben, aber da ist schon eine Vermischung da, aber ist geringer wie in Westeuropa. Das wollte ich jetzt noch einfach noch zu dieser Migrationslinie sagen. Und solche Werte wie Indien, ja, und Indo-Iranien, das sind ja auch Werte, die bei Kurden oder bei Germanen, also bei Kelten vorkommt, ja, bei den Westeuropäern. Das sind ja einfach, hier war ja dieses Siedlungsgebiet. Und und auch dieses Austronesien gehört auch zu den ostasiatischen genetischen Strukturen, weil das eben Menschen waren, die aus Südostasien rübergewandert sind. Ja, die gibt es halt einfach bei diesem Projekt nicht. So, meine Besten, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.